Oh, ich hab doch so ein Ding schon. Na toll. Schön. Ach, die greift mich trotzdem an. Ich dachte, ich wäre sie umgangen, aber natürlich nicht. So, dann probieren wir es mal hier noch. Weil das hier müsste eigentlich gehen. Aber wo ist diese Tier? Genau am anderen Ende. Ganz großes Tennis. Okay, Fuchs an. Können wir an den Leuten hier vorbeilaufen. Magoni-Stamm. Aber hier komme ich doch her. Es hat doch in die andere Richtung gezeigt. Ups. Das war, glaube ich, kein guter Plan. Naja, egal. Na komm, den machen wir noch tot. Langfinger. So, und das da müsste Tia sein. Strafender Blitz. Okay, das ist nicht das, was ich kann. Ich kann Blitzschlag. So. Habe ich diese Quest fertig? Dann wird hier doch noch irgendwo so ein Dingens rumliegen, was ich einsammeln kann, oder? Massaker. Brecher brechen. Da die Anführer vernichtet wurden, werden die verräterischen Rot... Schneebanditen übereinander herfallen wie ein Wolfsrudel, das sie ja auch sind. Und den Rest wird sicherlich der eisige Winter dahinraffen. Gut, hier ist noch eins. Aber die sehen mich doch bestimmt gleich. Ja, nein, doch nicht. Hahaha, gut. Dann können wir hier schnell rausreiten. Weil schnell wieder so ein... Ach so, wir kriegen ja keinen Fallschaden. Ist immer so lächerlich. Es fällt 3 Kilometer in die Tiefe. Scheiße, ja. Fallschaden, was ist das? Naja. So. Ich weiß auch nicht, ob ich 30 noch voll mache. Also ich will auf alle Fälle das andere Artefakt noch haben. Gut, dass ihr da seid. Es ist echt blöd, dass man immer nur einen wegschicken kann. Ein vermisster Arbeiter. Da ihr nun dazu beigetragen habt, dass unser Lager gegen die Banditen bestehen kann, könnte ich eure Hilfe noch in einer weiteren Angelegenheit gebrauchen, Lassana. Ich vermisse einen Arbeiter und fürchtete schon, dass ihr auch mich würdet retten müssen, wenn ich nach ihm suchen ginge. Ulmo ist zu einer neuen Stelle auf dem Eis gezogen, an der er seine Arbeit fortsetzen wollte, doch er kam nie zurück, sucht in Wolkentümpel und schaut, dass ihr ihn lebendig zurückbringt. Was ist das? Invasion Wasser. Ja, rennen wir weiter. Viel Spaß dabei. So, was haben wir hier? Eisenernte. Wenn ihr raus auf den Tümpel wollt, könnt ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen. Dieses Eis wird wegen seiner magischen Eigenschaften gesammelt. Man glaubt... Ach, Eisernte, nicht Eisenernte, Eisernte. Man glaubt, es könnte allerlei fürchterliche Dinge abwenden. Vielleicht könnt ihr mir etwas mitbringen, wenn ich euch für eure Zeit bezahle. Ihr müsstet aber mit einem
Eisschneider umgehen können. Das ist das Einzige, was diesem Eis etwas anhaben kann. Pff, das kriegen wir, glaube ich, so noch hin. Na gut. Dann nehmen wir die Quest ja auch noch an. Anrollende Quellwolke. Wie rollt man eine Wolke? Ne? Ah, hier. Boah, die sind aber unauffällig. Die sind echt unauffällig. Da muss man schon nachgucken. Hier ist, glaube ich, noch einer. Ja. Da ist der Typi zum Quatschen. Das ist wahrscheinlich dort drüben. So, dann nehmen wir den hier noch mit. Die anrollende Quellwolke. Ich möchte wirklich wissen, wie eine Wolke rollt. Wie geht das? Ich meine, okay, sie sind umherstreifender Untergangsprophet. Gut. Gut, wir können euch nicht zurückbringen. Es ist leider nur noch eine Leiche da. Ein vermisster Arbeiter. Dies scheint Ulmos Leiche zu sein. Verletzt ist er nicht, doch umklammert er eine seltsame Tafel. Die nehmen wir mit. Wer Eisenkiefergipfel vor der Vernichtung zu schützen sucht, verteidigt ein gefährliches Geheimnis. Die Enthüllung der Vergangenheit steht unmittelbar bevor und jene, die den Pfad überleben, wissen um seine Gefahren. Ja, ich hatte schon lange keinen richtigen Schluck auf mehr, während ich aufgenommen habe. Der ist anscheinend auch gleich wieder vorbei. Ja, der ist wieder vorbei. Gut. Das ist echt anstrengend. Also es tut nicht weh, aber es ist schon nervig. Wenn man dann die ganze Zeit Schluck auf hat. Und mit Schluck auf reden ist auch nicht so einfach. So, fordern. Dann schicken wir dich los für das nächste Artefakt. Dämmerruhmblütenblätter. Ah, jetzt. Ich brauche noch mehr von diesem Eis. Gibt's hier auch Eis? Ja. Da ist zum Beispiel ein Eisklumpen. Oh, ich hasse es. Dieses Gefühl, wenn man eigentlich niesen muss, aber dann nicht niest und dann einem die Nase so juckt und es ist so eklig. Ah. Und ich sollte endlich was essen. Das wäre auch ein guter Plan. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Und die Uhr geht auch noch dummerweise nach. Es ist schon 16 Uhr noch was. Naja. Egal. Ich werde dann schon irgendwas finden. Ich müsste noch Hühnerfrikassee haben. Ansonsten Schnitzel. Und Fisch habe ich, glaube ich, auch noch. Na, ich wollte gerade sagen, ich könnte ja die Pommes probieren, die ich mir gekauft habe. Ich habe jetzt zum ersten Mal Tiefkühlpommes gekauft. Und ja, ich weiß, es ist absurd, dass ich zum ersten Mal Tiefkühlpommes gekauft habe. Aber ich hatte in letzter Zeit extrem Bock auf Pommes. Und dann dachte ich mir, ja, kaufst du dir für zu Hause Tiefkühlpommes. Und dann war ja total geil. Ich gehe also zu Lidl, weil meine Mutter ja wollte, dass ich... Achso, ich kann auch die Ente noch essen. Die war eigentlich auch gut. Das Einzige, was blöd ist, dass ich halt keine vernünftige Soße außer Ketchup habe. Weil ich habe mir eigentlich Mangosoße dazu gekauft. Aber erstens wusste ich nicht, dass Mangosoße scharf ist. Und zwar richtig scharf. Ich kann die nicht essen.
Und zweitens schmeckt die auch noch eklig. Also ich habe sie probiert und dachte mir so, okay, erstens ist es scharf und zweitens, wie viele von den Wolken bereuen noch eine, okay. Nee, und dann jedenfalls dachte ich mir, boah, jetzt nimmst du dir so eine Packung Pommes mit. Ich weiß ja nicht, wie viel die kosten. Und geh da hin und dann kostet so eine Packung Pommes, was waren das? 69 Cent, nein, 59? Ich glaube 59 sogar noch. 59 Cent für ein Kilo. Okay, und gleich daneben gab es das Jumbo Pack Pommes für 79 Cent. Ich so, aha. Mann, wie viel ist dann da drin? 750 Gramm. Ich stehe so da und denk mir, warte. Warte. Das heißt, ein Kilo, nicht Jumbo-Pack, sind 59 Cent. 79 Cent kostet das Jumbo-Pack mit 250 Gramm weniger? Das verstehe ich jetzt nicht. Und habe dann geguckt, warum zum Henker das dann Jumbo-Pack heißt. Ja, da sind die Pommes größer. Ist ja klar. Ernsthaft, da waren dann die Pommes größer und dicker. Ich weiß nicht, was einem das bringt, aber... Massaker-Wolkenbruch. Der Tümpel wird niemals ein einladender Ort sein, aber wenigstens wird es hier jetzt etwas weniger turbulent sein. Gut. Nee, und dann komme ich nach Hause, sitze dann da und denke, ja, könntest du ja Pommes machen? Nein. Weil, was habe ich vergessen? Mayo. Oh. Ich könnte natürlich gucken, ob irgendwo in meinem Kühlschrank noch Mayo ist. Weil ich öfters mal welche kaufe, nur um sie dann nicht aufzuessen. Dann mache ich mir, was weiß ich, ein Sandwich oder so. Beziehungsweise drei oder wie gerade wie so Brot reicht. Und ich liebe ja Sandwich. Oh, lecker. Achso, sprecht mit dem umherstreifenden aus Untergangspropheten. Tod und Dunkelheit sind alles, was ich sehen kann, aber ich höre so sehr viel mehr. Ich höre den beißenden Wind, wie er nach mir ruft. Er flüstert in meinen Geist. Krusia ist erwacht. Die Eiswacht ist nichts weiter als ein Bauernopfer in ihrem Spiel. Tod für sie und Dunkelheit für euch. Danke für die aufbauenden Worte. Die habe ich echt gebraucht. Nee, aber da dachte ich mir auch so, na toll. Das heißt, ich muss irgendwann demnächst losgehen und Mayo kaufen. Da dachte ich mir auch so, ah, Dummheit. Nee, aber so Sandwiches haben wir früher immer gemacht, wenn wir schwimmen gefahren sind. Also wir sind früher immer ins, oh, wie hieß das, Blub, ins Blub gefahren. Das gibt's aber leider nicht mehr. Das fand ich voll schade, dass es zugemacht hat. Ich weiß zwar nicht wann, aber es gibt's schon eine ganze Weile nicht mehr. War halt so ein Schwimmbad. Ein Hallenbad auch, mit ganz viel drin. Da gab es Strudel und Wellenbad und so. Aber es ist auch schon 20 Jahre her, seit ich das letzte Mal dort war. Wie gesagt, ich fühle mich alt. Okay, nee, aber jedenfalls, Ende vom Lied war, dass wir dann immer Sandwiches gemacht haben, also normales Weizenbrot, Weizenmischbrot. Dann viel Mayo drauf. Blattsalat, Tomate, Gurke, Leona und Käse. Weil ich inzwischen auch noch Mayo in die Mitte schmiere. Und das reicht leider nicht, wenn ich davon drei Stück mache, dass ich dann... oh, jetzt kriege ich richtig Hunger. Dass ich dann sozusagen die ganze Mayo alle habe. Das reicht nicht. Deswegen bleibt bei mir dann meistens Mayo übrig und ich traue mich dann immer nicht, die dann weiter zu essen. Weil ich dann denke, dann ist die schlecht.